Hey Kinders, was geht bei euch ab? Sonnige Grüße gehen an euch raus. Ich war jetzt den ganzen Tag schon draußen am Rumwurscheln, aber habe gesehen, dass wir die 13 Patreons erreicht haben. Und schaut mal hier. Guck mal. Wenn wir 13 Patreons erreichen, werde ich allen Patronen in einem großen Dankeschön-Video danken. Was war das erste? Mein erster Patreon. Vielen Dank dafür. Wow. Gleich kommen wir zu den einzelnen Patreons. Hier noch geschwind kurz abdecken, was Patreon ist. Das ist eine Möglichkeit, mich finanziell zu unterstützen und eben an spezielle Informationen zu kommen, an Dinge, die sonst nicht oder nicht in dem Maße an die Öffentlichkeit geraten. Ich scrolle hier ganz kurz durch. Hier sind diverse Texte, Videos, Bilder, Sprachaufnahmen und so weiter und so fort, die hier halt published werden und die hier bleiben. Man kommt über diese Seite oder über diese Möglichkeit dann eben nochmal einen Ticken näher ran an den Menschen, der hinter dem Dummbabbler steht, was die Abläufe sind, wie die Gedanken sind und so weiter und so fort. Es gibt hier verschiedene Tiers, die vorgeschlagen werden. $1, $5, $10 und $15, wobei die hier auch begrenzt sind. Das sind aber nur Vorgaben. Man kann ab einem Dollar machen, was man will. Man kann auch $1.01 oder $1.50 oder $2.30 Patreon werden und liegt dann in diesem Bereich. Und sobald man eben diesen Bereich mit 5 erfasst, dann kriegt man hier eben nochmal spezielle Bilder und so weiter zu sehen. Ab $10 gibt es dann Sprachnachrichten und ab 15 ist halt einfach alles zusammen und man ist halt hier krass. Das ist einfach ein Prestige-Rank. Zu allen Ranks gibt es dann auch nochmal den Patreon-Rang auf Discord, um die ganze Sache mal kurz erklärt zu haben. Hier steht auch immer nochmal beschrieben, was jedes einzelne Ding bringt. Also das kann man sich ja bei Bedarf durchlesen. So, Patreons! Und hier sind sie nun, die 13 Boys and Girls, bei denen ich mich speziell bedanken möchte. Das sind auch die ominösen Namen, die man am Ende in den Videos sieht, im Abspann. Also die Patreons. Kanalmitglieder werden da auch angezeigt, aber dieses Video ist jetzt speziell eben für die Patreons. Vielen lieben Dank an Wasgau, Gameboy 7, Sir Yakuza, Legötz, Lörris 2K, 149 Shooter, Last TV, Adrian, Idris, GeForce 35466, Kurt Gudak, Noah Mühl, Nico, der Profi und Miners Win. Es ist sehr geil, dass er mich hier unterstützt. Mit dem Geld fange ich diverse Dinge an, wie unter anderem eben die Mofa-Geschichte. Also es fließt unter anderem in die Mofas, beziehungsweise in die Werkstatt und so weiter und so fort. Das nächste Ziel würde ich bei 20 Patreons ansetzen, aber ich weiß noch nicht, was es da dann im Speziellen geben wird. Also auf jeden Fall auch wieder so ein Dankeschön-Video und die Namensvorlesung und so weiter und so fort. Aber ich denke oder ich finde, da sollte dann auch noch was Großes kommen. Diverse Gedanken dahinter sind zum Beispiel Autogrammkarten, also spezielle Patreon-Autogrammkarten oder dass ich irgendwie ein spezielles Video hier für die Patreons mache. Also wenn ich hier etwas poste, dann kann ich unter verschiedensten Dingen auswählen, unter anderem eben auch Livestream oder Video, wobei, glaube ich, Livestream nur über YouTube geht und das ist schwierig, also weil ich Twitch-Partner bin, aber in Video kann ich hier unter anderem halt einfach hochklöppeln. Und da wir hier eh mehr oder weniger unter uns sind und die ganzen Hardcore-CSGO-Leute und so weiter nicht großartig reinschauen werden in dieses Video, werde ich ein bisschen noch Hotline Miami spielen und diese wunderbaren Ohren tragen, denn die haben euch ja ganz gut gefallen im Hitman-Video, ja. Und hier passen die halt auch super, ne? Weil ich bin ein Bär, spiele als Zebra oder so, edel. Es ist sozusagen ein Okay. Oh fuck, ich hab mich weggedreht. Es ist sozusagen ein Exclusive-Video, ja? Wo wir mehr oder weniger unter uns sind. Wo sind denn die nächsten Säcke? Ah, da steht einer, Achtung. Alter, Pump, easy. Pupulino. Okay, pass auf, Achtung, Achtung, Achtung. Okay. Gut. Alter, was habe ich eben gemacht für einen Stunt? Ah, ich habe eine Idee. Na, fuck, gotcha. Oh, shit. Er ist aber auch echt hibbelig, der Kerl. So, pass auf. Hello. Okay, Achtung. Wow. Es läuft. Oh, shit, warte. Ich hab ne Idee jetzt. Okay, die rennen weg, alles klar. Ich wollte eigentlich Hardcore spielen jetzt. Wow, da kommt einfach raus. Okay. Alter, das wird hier gerade ein insaner Lauf, ne? Oh, shit, sind das viele. Gottes Willen. Weil der kommt hier bestimmt gleich rein. So. Einfach mal runterballern. Wow, zufällig welche getroffen. Ja! Das Spiel ist einfach immer wieder geil. Also das habe ich früher oft und gerne gespielt. Aber dann lange Zeit nicht mehr. Aber jetzt, wo ich so einen Hut habe. Logge. Da wird man auch automatisch besser, ne? Zack, guck mal. Easy. Achtung, den nächsten ausschließlich mit dem Knife. Achtung. Pa! Easy. Nicht so easy. Zack. Pa! Ah! Pa!
Ah, da unten habe ich noch einen erwischt. Oh, ein Hund! Shit, ey. Normalerweise bin ich ja hundefreundlich, ne? Gauder. Jetzt passt auf. Scheiße! Ach komm schon! Oh shit! Oh shit! Okay, Achtung. 1, 2, 3. Im Takt, Muschis, im Takt. Hundi, wo bist du, hä? Wo fuhr, Alter? Nicht mit mir. Oh, oh. Ah! Nicht mit mir. Oh! Hallo, warte kurz. Ich hab doch noch kurz deinen Freund gestreichelt. Alter. Hat die doch... Nein! Es ist einfach so edel, Leute. Gestern auch wieder im Stream, eure Unterstützung, das ist einfach das Dasein, das Zusammenhasseln und so weiter. Wir sind halt einfach die coolste von der neuen Schule. Von der neuen Schule, ich. So. Nein! Ich habe gerade kurz gebeuert, glaube ich, als ich Nein gesagt habe auch. So vor Schreck. Kann hinkommen. Alle tot da oben? Das war der! Okay, 13 Schuss. Wer lebt hier noch? Du Sack, da oben lebst noch. Putz! Oh, putz. Alter, wie er es nicht merkt. Okay. Stay back! We're taking easy, Dave. Your brother says we're not going to have you. Fine, you have it your way. You're out of here. Sie ist unbesiegbar.